Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Train Simulator 2022. Wir fahren heute den Teil 2 des Ersatzzuges von Hasselbrook zum Hauptbahnhof. In der letzten Folge sind wir die 474 hier auch schon gefahren und jetzt geht es in dieser Folge zurück. So. Ihr kennt das Spiel, den unendlos Ladescreen. Ja. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die 474 in dem Game hier findet. Würde mich mal interessieren. Sagen wir es mal so. Ja, in Teil 2 fahren wir jetzt zurück von Hasselbruck nach Hamburg. In Teil 1 sind wir von Hamburg Hauptbahnhof nach Hasselbruck gefahren. Wir lösen so gesagt oder übernehmen den Personenzug, der ausgefallen ist oder sonstiges. Ich weiß ja nicht, ob S-Bahn auch zu Personenzug führt oder ne. So, die S-Bahn-Station in Hamburg ist wegen der Gleisarbeiten immer noch geschlossen. Die Deutsche Bahn setzt weiterhin Ersatzzüge ein. Fahren Sie heute Abend einer dieser Ersatzzüge nach Hamburg. Das machen wir. So, es regnet jetzt auch, also machen wir die Scheinwerfer schon mal an. Scheinwerfer. Geht das nicht heller? Nö, anscheinend nicht. Die Scheibenwischer machen wir auch an. Die Innenbeleuchtung machen wir auch an. Ah, ist schon an. Ja, und dann würde ich sagen, fahren wir mal vor. Die Power, das hier auf 0. Und dann machen wir den hier noch. So, da kommt eine andere 474. Leider immer noch nicht mit LED-Matrix. Das ist ein bisschen traurig. Aber was soll man machen? So, es ist ein bisschen dunkel. So. 20 ist hier erlaubt. Warum ist das hier so dunkel? Ich sehe hier leider gar nichts, so gesagt. Wird auch nicht besser. Naja. Egal, egal. Trotzdem schönes Ding hier. Oh, da sitzen schon welche drinne. Sonderzug. Aha. Also wir sind ein Sonderzug, so gesagt. So. Machen wir mal ein bisschen schneller hier, oder? Ja, 20. 20 ist hier erlaubt, aber Bremsen brauchen wir noch nicht. 40 jetzt. Wir haben hier noch ein bisschen hier zum Ranfahren. Bisschen Puffer, ein bisschen Meter. Machen wir den hier mal raus. Und bremsen mal langsam ab. Minimalbrake. Boah, das sollte hinkommen. Die paar Meter Beförderungsqualität, ja, es rutscht ein bisschen, aber da kann ich jetzt nichts für. So, minus 27, ja, egal, lassen wir die Peebles erstmal einsteigen hier. Wir sehen hier fast gar nichts, wie ihr seht. Aber gut, was sollen wir machen, ne? Wir können ja nicht alles. Da, 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 da. Eine Minute Verspätung für nix. So, Türen schließen. Und dann fahren wir auch ab. So, machen wir die Power mal auf 40, nicht, dass wir wieder Radschlupf hier haben. Man kennt das, wenn man... Oh, jetzt ist es hell. Ja. Man kennt das, wenn man Richtung oder aus Hamburg rausfährt, Richtung Stade zum Beispiel die Ecke, dass die S-Bahn wegen Schmodder auf den Gleisen sehr extreme ja,
Abschlupf haben. Oder auch beim Bremsen so gesagt. Jetzt ist es wirklich wieder ganz hell hier. Naja, komisch, Train Simulator halt. Aber das macht nichts. So, können wir die Power schon mal rausnehmen? Denn wir müssen ja gleich schon wieder halten. Landwehr. Hamburg Landwehr, Bahnsteig 1. So, ein bisschen bremsen. Bisschen ist gut. 55%, naja. Egal. So, oh, wir müssen ja auch gleich halten. 65%. Ja, machen wir noch mal ein bisschen Minimal Break. Und jetzt bremsen wir 60% ab. Das sollte ganz gut hinkommen, hoffentlich. Hoffen wir das mal. Ein paar Meter haben wir ja eh noch, also. Das verstehe ich wieder nicht. 70, 40, was denn nun? Aber gut. So, das passt doch alles hier. Und dann einmal bitte ein- und aussteigen. Meine lieben Damen und Herren. Der Abstand ist hier aber groß. Mann, Mann, Mann. Ach so. Wir fahren ja eh in Ersatzzug, deswegen wohl, ne? Ja. So. Ah, diese Regentexturen sind der Burner, finde ich. So, Abfahrt. Ah, das war ein bisschen zu viel. 55 ist okay. Da bin ich mir jetzt sicher. Er werdet macht nichts, ne? Wir driven home for Christmas. Oh, bald ist ja wieder Weihnachten. Was macht ihr in Weihnachten, wenn ich so fragen darf? So, lassen wir lieber mal auf 40. Nicht, dass wir hier gleich wieder irgendwas reinkriegen. Ja gut, anscheinend ist hier noch nicht 40. Dann 70. Oh, oh, oh. Ja, Schmodder auf den Straßen, sag ich jetzt, auf den Schienen. Aber da kann man nichts machen. Und so. Nehmen wir die Power wieder weg, weil das ist 40, glaube ich. Signale sind noch grün, geschwindig. Ja, jetzt kommt die 40er. Nee, 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 nee. Punktabzug, Punktabzug. Ja, aber so schnell kann ich auch nicht runterbremsen. Sind unsere Punkte verschenkt. Mann, 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 Mann. Das kannst du doch keinen erzählen hier. Ja, leider schon, wa? Aber da kann ich nichts für. So, ist meine Maus irgendwie kaputt? Hab das Gefühl. Denn ich kann mich nicht mehr so schön umgucken wie damals. So. Das sollte auch wieder ganz gut klappen hier mit den Bremsen. Vielleicht ein bisschen zu vor jetzt, aber egal, dann können die Peebles halt ein bisschen laufen, ne? So, leider kann ich... Ah, doch. Oder? Hey. Das hier ist rückwärts, ne? Das heißt Neutralfront. Weil hier kann ich leider immer noch nichts aufmachen. Das ist ein bisschen doof. Müssen wir immer den hier machen. Naja. Haben sogar ein bisschen Zeit, glaube ich, aufgeholt. Beschleunigung. Nee, kann man leider nichts aufmachen. Schade, schade. Schön wär's. Was ist das hier? Keine Ahnung. Lassen wir lieber mal. SIFA Reset.
Naja, sie verfahren wir ja eh nicht. Also fahren wir wieder los. Ja, 40 ist hier wieder erlaubt. Ach, standardhaft, wa? Gibt ja nichts Neues. Beförderungsqualität schon wieder so schlecht. Bin doch schon runtergegangen. Was ist denn hier los? Ich wollte gerade sagen, noch nicht mal auf 25% kann ich das mehr machen. Das ist aber, ja. Mensch, Leute. Das ist hier wie Cheaten. Ne? In echt hat man ja sowas auch nicht. Aber gut. So. Ach ja, ach ja. Schön, schön. Kann man sagen. Muss man aber nicht, ne? Ach, ich genieße das hier immer so mit einer 474, 490 ist ja scheiße. Das ist scheiße. Hat man so viel Luxus, aber trotzdem so viele Türprobleme. Nee, 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 nee. So, wir haben ja nur noch eine Haltestelle, so gesagt. Eine Station. Oh, wir fahren viel zu schnell. Aber er haut uns nicht irgendwie komisch. Muss ich nicht verstehen, ne? Hm. Train Simulator, Train Simulator. Bewegen sich auch nicht. Keine Ahnung. Oh, wir müssen ja schon bremsen. Ich glaube, das reicht jetzt hier. Der hier fährt ja sonst immer hier auf diesen Gleis. Oder einer von denen. Mit ein bisschen Diesel, ne? Das lässt sich arbeiten. Ganz ungewohnt, dass auf diesem Gleis eine S-Bahn einfährt. War gut. Ja. So. Guti. Ich hoffe, diese Folge oder diesen Teil hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen nach oben. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann abonniert. Abonnieren ist kostenlos, sowie auch ein Google-Konto. Und dann bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen. Wir lesen gleich noch den Text. Falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, da ist sie sevetal-letsplayer. Da gibt es sehr viele Busbilder von mir, die ich gemacht habe. Schalten wir erstmal die Scheiße hier aus, würde ich sagen. Und ja, ne? Ich bin's, euer sevetal-letsplayer. Ihr dürft mich na klar auch Pierre nennen. Und wir sind gerade am Hauptbahnhof von Hamburg. So, KI-Lokführer 21112-1 hat die Strecke auf dem Langgrat und... Ja gut, gut. Wenn das selbst weggeht, dann habe ich nichts gesagt. Guti, haut hier rein, bleibt der geil. Bis zum nächsten Mal, euer Sevetal-Let's-Player. Ciao, ciao.